Seltener Besuch im Presse- und Druckzentrum der HNA. Dieter Wedel, der neue Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, kam für ein kurzes Redaktionsgespräch nach Kassel. In lockerer Atmosphäre stellte sich Wedel den Fragen der Kulturredaktion und erzählte, worüber er sich besonders freut, seine Pläne und wie er die großen Namen auf die Bühne der Stiftsruine bringen will. Was sind denn momentan die größten Herausforderungen bei der Planung der aktuellen Festspielsaison? Sehr viele Baustellen, von denen wir vorher nichts wussten. Also dass viel Material nicht verwendbar ist, von dem wir aber erstmal eine Aufstellung bekamen, dass es völlig in Ordnung ist, an Lampen, an Ton. Und natürlich das Beharrungsvermögen derer, die nun immer Festspiele gemacht haben. Ich will ja auch nicht da antreten und sagen, ihr habt nun alles falsch gemacht. Das wäre ja furchtbar. Haben wir ja auch nicht. Sondern wir müssen nur, der Satz, das haben wir immer so gemacht, der darf nicht mehr gelten. Wenn Sie den hier hätten in der Zeitung, dann würde zum Beispiel diese Kamera da nicht stehen. Mhm. Und dann würden wir auch nicht dieses Gespräch führen, sondern es würde ein Journalist dabei sitzen und mitschreiben. Die Welt ändert sich und man muss da auch manchmal klar machen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Gibt es denn trotz aller Schwierigkeiten etwas, wo Sie sagen, das ist so ein Punkt, auf den ich mich schon besonders freue jetzt im Blick auf den Sommer? Ja, naja, also es gibt einen Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich hatte das ja nicht vor. Ich wollte ja diese Festspieltätigkeit und überhaupt Intendanz mit sehr vielen Dingen, die für mich ein bisschen artfremd sind, wollte ich beenden und wieder Film machen und noch einen Film und auch mal wieder schreiben und das und Theater mal als Gastspiel. Und dann kam das auf mich zu, aber es ist natürlich diese Stiftsruine. Das ist einfach ein wahnsinniger Spielort. Ich habe den nach Jahren wiedergesehen. Ich bin ja in Bad Nauheim aufgewachsen, also ich bin Hesse. Ich habe immer erzählt bekommen, dann später von Schauspielern wie Günter Strack, Bill Quartfliegen, so die gesagt, Mario Adorf, die alle dort gespielt haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese großen Namen, das sind ja andere nachgewachsen inzwischen, dass die alle nicht mehr in Hersfeld auftauchten und dass das Namen waren, die nicht mal ich kannte. Das, glaube ich, geht nicht für Festspiele. Aber dass das ein großer Reiz ist, dass da auch ein Riesenpotenzial ist, auch mit dem Park drumherum, der ja nicht benutzt wurde, das ist schon. Wir müssen nur eben versuchen, jetzt dieses Potenzial zu wecken und dem Zuschauer ein Angebot zu machen, gutes Theater in der Stiftsruine, aber auch einen schönen Abend drumherum. Jetzt haben Sie ja gerade Ihre beeindruckende Star-Riege vorgestellt und sind mit denen auch in Bad Hersfeld zusammengetroffen. Wie blicken denn diese Promis und Fernseh- und Bühnenleute auf die Herausforderung Stiftsruine? Was haben Sie da erfahren? Wissen Sie, die sind erstmal bei den Proben froh, wenn ich zufrieden bin, weil das ist, ob wir in Hamburg arbeiten oder in Berlin oder in Worms oder in Hersfeld, das ist denen erstmal egal. Die werden sich irgendwann auf der Stiftsruine umgucken und sagen, das ist ja wunderbar. Das ist auch neulich passiert. Da sage ich, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll. Aber im Moment interessiert die ihre Rolle und wer ist der Partner? Natürlich all die vielen jungen Schauspieler, die haben natürlich noch nicht den Namen, aber da gibt es einige, von denen ich vermute, in den nächsten Jahren haben sie den Namen. Die waren ja alle noch nicht dabei und die müssen sich zusammenfügen, die müssen sich zusammenraufen. Wir müssen gute Probenbedingungen schaffen und da ist auch einiges zu tun und dann freuen wir uns natürlich auf die Proben.